singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Ja, peace, meine lieben Freunde. Oh, jetzt muss ich erstmal zurück, ja. Zack. Zack. So. Und nimm das mal hier raus. Peace, meine lieben Freunde. Ich habe hier ein neues Spielzeug, was ich euch hier vorführen werde und vorstellen werde. Und zwar ist das die wie heißt das Ding? VR-Box 2.0. Peace. An alle meine Dampfer, Raucher, Nichtraucher, Kiffer und Spielkinder. Also ein neues Spielzeug hat mich erreicht. Ich habe ja, also jetzt kommt kein Solarvideo, das kommt noch. Für alle die dieses Video nicht aushalten, drückt einfach auf den Emergency Stop. Ein Teil meiner Solarinstallation, Notausschalter, habe ich zwei Stück von. Mich erreichen hier quasi stündlich neue Spielzeuge. Eine Beleuchtung habe ich hier, dazu muss ich die andere Beleuchtung mal aufmachen, damit ich euch das mal zeigen kann. Also da kommt in Kürze mein Solarvideo. So, jetzt wird es aber richtig, lauschig, ne? Meine lieben Dampfer, Raucher, Kiffer und Nichtraucher. Ja, also hier habe ich so eine Beleuchtung, eine von mehreren, wie ihr seht. Also schön hell, laserschwertechnisch. Also das Ding macht richtig geiles Licht. Jetzt kann ich auch Licht wieder anmachen, ne? Ja, meine harten Laternen hier. Also da hat mich doch ein bisschen was erreicht. Kabelwirtschaft. Also jeden Tag flatter hier neue Sachen rein. Hier ist schon das erste Teil angekommen für meine WLAN-Geschichte, für meinen Solarlader, wo ich mal mein eigenes WLAN-Modul baue. Und hier sind noch drei weitere so eine Module, so eine LED-Module, die ich mir für kleines Geld bestellt habe. Hier in so Aluminium. Kann man dann so bequem befestigen im Schuppen. So habe ich das jedenfalls geplant. Habe ich schon alle getestet. Und die funktionieren ganz wunderbar. Hier haue ich auch mein Lipo ran. So testweise sozusagen. Zack, zack. Also die Dinger, die Laternen funktionieren, wie ihr seht. Könnt ihr gar nicht richtig sehen. Ne? Also sie funktionieren. Jetzt sind sie aus. Also sie sind richtig hell. Ne? Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Und so soll das auch werden, dass das im Schuppen richtig schön hell wird. Ich hole euch mal näher mich ran. Ja, also ganz, ganz viel Zeug hat mich erreicht. Alles mögliche Notausschalter, wie gesagt. Beleuchtung, da die ganze Ecke voll geknallt. Also die Montage des Solar, meine Solar-Serie, die wird in Kürze starten. Das heutige Video beschäftigt sich mit dem Kasten. Muss ich einfach mal vorstellen. Finde ich echt geil, 3D-mäßig. Und ja, also das heutige Video beschäftigt sich mit der VR-Box 2.0. Und das Solar-Video kommt als nächstes. Das mache ich im Laufe der Woche, weil am nächsten Wochenende werde ich die Montage beginnen. Also die zwei Panels raufknallen. Und ja, im Grunde genommen habe ich jetzt alles, was ich brauche. Eine Geschichte, wo ich noch Montag habe. Das ist hier das hier. Kann ich mal zeigen. Kann ich vorsichtig sein. Da hat mich ein bisschen was erreicht. Ja, wie machen wir das? So, so. Also, ich muss zum Zoll. Ne? Jetzt habe ich ja schon jede Menge Papier ausgedruckt. Für den Kieler Zoll. Ich muss mal wieder beim Zoll anrücken. Und zwar, weil ich was gekriegt habe. Und zwar, ne? Und zwar, wenn ihr das seht oder auch nicht, oder wenn ich nicht da rangehe, könntet ihr das sehen. Da sind sie wahrscheinlich drüber gestolpert, seht ihr da unten, Solarcontroller. Boah, jetzt überlegen, Solarcontroller, ich habe keinen Solarcontroller bestellt. Ja, wisst ihr, was das ist? Das ist dieses Wi-Fi-Modul, was ich aus China bestellt habe, von EP Solar, was hier in Europa so schweineteuer ist, also 80 Euro kostet. Das habe ich da ja für 27 US-Dollar bestellt, umgerechnet 24,50 Euro habe ich so den Dreh bezahlt. Also bin ich hart an der Zollfreigrenze, bin ich mal gespannt, was Montag passiert. Auch WLAN-Modulmäßig, man weiß nie, wie die so reagieren, aber das Ding hat ein CE-Zeichen, alles gut. Sollte es eigentlich keine Probleme geben. Und kann ich direkt anschließen und dann kann ich gleich mit dem Handy auf die Konfiguration zugreifen, abfragen, wie sind die Leistungsdaten und.
Aber es funktioniert hier eben nur in dem Bereich, wo dieses Modul sendet. Das läuft als Access Point, also im Umkreis von 50 Metern würde das dann funktionieren. Ist meine Brille so dreckig? Ei, die schiede ich mal nur an. Also im Umkreis von 50 Metern würde das dann funktionieren. Jetzt habt ihr genug Perle gesehen. Jetzt kann ich auch wieder meine YouTube-Kappe aufsetzen. Und dann sehe ich wieder so aus, wie ihr mich kennt, sozusagen. Ne? Bisschen unrasiert vielleicht, aber ansonsten perlemäßig. So, jetzt ist der Perle wieder da. Ja, ich muss noch zum Zoll und dann werde ich im Laufe der nächsten Woche einen Dreiteiler machen, einen Solar-Dreiteiler. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Hardware-Komponenten. Dann werde ich natürlich hier nicht so ein super Detail gehen. Also im Grunde sind es ja nur drei Sachen. Die Solarpanel, dazu muss ich eine ganze Menge erzählen, auch wie ich sie verdrahte und anschließe. Dann das zweite wäre der Solarakku und das dritte wäre die Laderegelung für den Solarakku. Also das will ich erstmal vorstellen. Also die Hardware sozusagen, diese drei Sachen werde ich hier in einem Video abhandeln. Das ist eine ganze Menge Holz. Ich muss mal gucken, dass ich das so weit verkürzt bekomme, dass es nicht zu lang wird und zu ausführlich. Aber ich will das schon genau beschreiben, den ganzen Kram. Also nachvollziehbar, Perle. Like-mäßig. Jetzt sind auch noch Haare. Von mir könnt ihr ja gar nicht sagen, ich habe kaum noch Haare. Naja, nur gut hier. Ja, das ist dann Teil 1, also die Hardware. Dann machen wir Teil 2, die Montage. Da werde ich euch dann zeigen, wie ich die ganze Geschichte verdrahte. Und Teil 3, nach der Montage Teil 3, die Konfiguration. Ja, die müsste man eigentlich in Teil 1 reinpacken. Ne? Ich muss mal gucken, ob ich einen 2 oder 3 Teile mache. So genau weiß ich es noch nicht. Also Hardware-Vorstellung, Konfiguration lasse ich ausfallen. Das packe ich mir in die Hardware-Vorstellung rein und zeige euch auch, wie man auf den Solarregler, das wird wahrscheinlich davon der größte Part, auf den Solarregler zugreifen kann. Aber mit diesem Modul, was ich am Montag abhole vom Zoll, mit unserem Hardware-Selbstbastel-Modul, mit unserem USB-Ethernet-Adapter-System und ja, solche Geschichten halt. Ne? Und ja, in Teil 2 wird eben die Montage vorstellen. Vielleicht auch noch mit Leistungswerten der ersten Tage schon gucken, wie das so läuft. Und ja, Solar wird die nächsten Tage kommen. Keine Panik. Ich habe hier auch schon alles vorbereitet sozusagen. Also ich kann euch das mal zeigen. Also ich werde das Ganze wie folgt verbauen. Ich habe mir hier aus dem Bauhaus, aus der Restekiste, kostenlos mir so ein Brett organisiert. So ein 2 cm Brett und auf dieses 2 cm Brett werde ich die gesamte Elektronik raufschrauben und so ein bisschen versuchen sauber zu verdrahten, das Ganze perlemäßig. Also ich will da auch nicht übertreiben, also eine Wissenschaft will ich da nicht draus machen und dann zeige ich euch, wie ich das halt hier zusammen fabriziere. Für diese Beleuchtungskörper habe ich von mir natürlich heute nochmal aus dem Bauhaus hier so einen Schalter geholt, damit ich die Lampen an- und ausschalten kann und jede Menge Schrauben und Gedöns. Ne? Also Teile, um die ganze Geschichte hier auch auf das Brett an dem Brett zu befestigen. Was mir noch fehlt, ist eine Sicherung. Ich hoffe, die kommt die nächsten Tage im Laufe der Woche. Eine 30 Ampere Spezialsicherung für den Akku und was fehlt noch? Potenzialausgleich. Ich habe noch zwei Potenzialausgleichsschienen bestellt. Ja, weil ich keinen Bock hatte. Ich will ja Plus und Minus. Die Last am Plus und Minus rausführen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe die billigste genommen, einfach Potenzialausgleichsschienen besorgen und an die Potenzialausgleichsschienen mache ich eine Potenzialausgleichsschiene, die ist Plus und eine ist Minus, da kommt meine Verbraucher ran. Fertig bin ich damit. Ne? Also da machen wir gar nicht lange rum und das Brett habe ich umsonst gekriegt. Habe ich mir aus der Restekiste gegriffen. Das lege ich mal hier auf dem Boden. Boom. So. Aber das ist nicht das Thema dieses Videos, das war wieder Vorschau für die nächsten Videos, die kommen werden. Das Thema dieses Videos ist dieses Teil zusammen mit dieser Fernbedienung. Ja, was ist das? Ich müsste mal die ganzen Kasten holen. Moment. Also, das Teil wurde geliefert in so einer lustigen Kiste. Ich würde euch das mal zeigen wollen, wie ich es hier geliefert bekommen habe. Damit wir so den Lieferzustand haben, zeige ich euch das mal im Originalzustand sozusagen. Ich habe das Ding hier auch schon in Benutzung gehabt und schon ausführlich getestet. Und wenn Scheiße gewesen wäre, würde ich diese VR-Box nicht vorstellen. Das Interessante an dieser VR-Box ist der Preis und eben die Qualität. Also finde ich echt ausgezeichnet. So kam das Ganze hier an.
Moment. Meine lieben Freunde. Diese. Ach, Entschuldigung. Da ist mir doch etwas chinesischer Staub aus dem Karton in die Nase geflutscht. So, das war hier so eine Umverpackung, die mache ich auch nochmal rum, damit ihr den Original-Lieferzustand habt. Also das Ding habe ich so gekriegt. Typisch chinesisch verpackt. Also so sieht das Ganze aus. So sieht die Box aus. Das ist die VR-Box 2.0. Die nennt sich genau VR-Box 2.0 Google Cardboard VR Virtual Reality 3D Glasses mit Bluetooth Remote Control. Also mit Bluetooth Fernsteuerung. Das ist also diese 3D-Geschichte. Das sind die Heinis, die hier... ist ein Riesenthema momentan auf allen Messen und so. Die Leute, die mit diesen Brillen hier rumrennen. Ja, das sind keine First-Person-View-Copter-Freaks, sondern einfach Leute, die Filme in 3D gucken oder Spiele in 3D spielen. So virtuelle Reality oder in Häusern rumrennen oder in 3D-Umgebungen rumlaufen. Und wenn sie den Kopf nach rechts drehen, mit dem Head-Tracker sozusagen, der dreht sich dann auch. Also dann dreht man sich auch in dem Raum nach rechts oder nach links, nach oben, nach unten. Also das war dann alles mit. Ne? Oder man macht Achterbahnfahrt oder so ein Scheiß in 3D. Ne? Eieiei, heftig. Also warum habe ich mir diese Brille geholt? Also ich bin ja ein riesen Fan von 3D-Filmen. Und denkt mir, ja, hier zu Hause 3D ist sowieso ein Riesenthema bei mir. Ist ein bisschen am Abklingen. Aber diese 3D-Geschichte wird natürlich durch diese Virtual Reality-Brillen natürlich wieder einen neuen Push bekommen. Ja, 3D, ja, virtuelle Realität und eben auch 3D-Filme sind dann natürlich auch ganz prima zu sehen. Also das, was man aus dem Kino kennt und von zu Hause, von dem Fernseher. Oder eben, wenn man nicht ins Kino geht und nicht zu Hause einen 3D-Fernseher hat, kann man sich 3D in Kombination mit einem guten Handy, wie zum Beispiel das Olefone Vienna, kann man sich das ganz wunderbar realisieren. Also ganz, ganz toll. War ich erst eher skeptisch, aber meine Skepsis wurde so ein bisschen beiseite geschoben. Das Einzige, es gab da ein paar kleine Stolpersteinchen, ein paar kleine Hürden, die genommen werden müssen. Aber ansonsten, wenn man die denn genommen hat, ist das alles kein Problem. Also wirklich eine feine Geschichte. Ziemlich umfangreich. Ich kratze da auch erst an der Oberfläche. Aber das, was ich bisher so gesehen habe, also meine Hauptanwendung, 3D-Filme gucken, wunderbar. Also richtig geil, das macht richtig Spaß. Und tolle Geschichte, ne? Auch für unterwegs. Ne? Also richtig genial. Also in der Firma weiß ich jetzt, wie ich meine Pause verbringe. Ziehe ich mal einen 3D-Film rein. Voll geil, ne? Die anderen, die öden sich da tot. Als Beispiel jetzt, und man sitzt da mit der Brille und lässt sich da in 3D berieseln. Also wirklich ganz ausgezeichnet. Was kostet so ein System mit Bluetooth-Fernsteuerung? So ein System kostet nicht die Welt. Um genau zu sein, ich glaube, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe dafür 21 US-Dollar bezahlt, also irgendwie 18 Euro oder sowas. Komplett 18 Euro bei Banggood. Und hier kann ich auch nochmal den Screenshot reinpacken, falls ihr das auch suchen wollt. Fand ich okay für das Geld. Wenn das Schrott gewesen wäre, würde ich sagen, okay, hast 18 Euro versenkt, gibt Schlimmeres als 18 Euro zu verballern. Aber es funktioniert ganz ausgezeichnet. Mit der Fernbedienung muss ich ganz ehrlich sagen, diese Bluetooth-Fernbedienung, also so ganz so toll finde ich die persönlich nicht. Ich blicke da irgendwie nicht durch, ich komme damit irgendwie nicht so richtig klar. Aber diese Fernbedienung ist eigentlich auch wahrscheinlich eher was, wenn man Spiele spielt. Das ist eher, glaube ich, zum Spielespielen gedacht und weniger für Fernsteuerung des Handys sozusagen. Also finde ich persönlich nicht ganz so toll, die Fernbedienung. Die wird wahrscheinlich erst zum Tragen kommen, weil da ein Joystick drauf ist, wenn man, wie gesagt, Virtual Reality Spiele spielt oder so. So genau weiß ich es noch nicht. So tief bin ich noch nicht vorgedrungen. Spielen tue ich sowieso nicht so gerne. So, nun stelle ich euch das ganze Teil mal vor. Jetzt hole ich mal ein bisschen. Machen wir mal meine OP-Fläche ein bisschen schick. Dazu nehme ich mal ein bisschen. Ja, da bin ich schon wieder. Nehme ich mal ein bisschen all die Küchenkrepp und legt das hier aus. Man braucht, um 3D-Spiele, Filme zu sehen, braucht man eine, ja, einmal diese Brille, diese VR 2.0 oder VR Box 2.0. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Varianten von, aber das fand ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis am stimmigsten von allen. Und natürlich ein Handy. Wichtig an dieser Geschichte ist, das Handy sollte nicht HD haben, weil dann wird die Auflösung zu grob. Also Full HD ist das Mindeste. Bei Full HD geht es eigentlich erst los, insbesondere bei 3D-Filmen. Ich kann das ja mal anmachen und diesen 3D-Film, den ich gerade habe hier laufen lassen, mal starten. Da könnt ihr das mal ungefähr sehen. So sieht das Ganze hier aus.
side by side, ne? Und dann hat man ein Auge und noch ein zweites Auge. Also, Moment mal. Zack. Da hat man einmal das rechte Auge, also ein Bild fürs rechte Auge und ein Bild fürs linke Auge. Und ja, dadurch, dass man durch die Brille guckt, entstehen natürlich aus den beiden Brillen dann wieder ein Gesamtbild in drei Dimensionen. Side by side heißt das. Geht auch, diese Filme kann ich auch bei mir auf dem Fernseher abspielen. Und da macht er auch aus diesen zwei Bildern, macht er dann ein Bild, aber eben polarisiert über meinen Monitor. Und meine Polarisationsbrille, also meine Cinemax-Brille, die macht da wieder zwei Einzelbilder draus. Und im Gehirn baut, das Gehirn baut es dann zum 3D-Bild zusammen. Ja, funktioniert ganz, ganz ausgezeichnet, sieht sehr, sehr gut aus. Aber eben, wie gesagt, man braucht eine Auflösung. Ich habe das mal mit meinem Handy getestet, mit einer HD-Auflösung. Das ist nicht so schön. Und auch mit einem kleineren Display ist auch nicht so schön. Also man sollte schon ein ordentliches Display haben. Also ich glaube, bis 6 Zoll passt da rein. Aber das ist jetzt hier ein 5 Zoll System. Das passt, da wird schon eng. Ich zeige euch das nachher auch. Ansonsten lest einfach, unter dem Video habe ich den Banggood-Link mit allen taktischen Daten, wie groß die Handys sind, die da reinpassen. Das Ganze ist ziemlich universell. Also da passt schon von etwas kleiner bis groß, ziemlich groß rein. Und dieses Ultefon, das ist ja nun auch nicht unbedingt das kleinste Handy. Das ist ein ganz schöner Kavenzmann. 5,5 Zoll ist das, glaube ich. Ja, 5,5 Zoll. Also schon ein ganz schönes Monster. Passt da auch locker rein. Aber ein paar Sachen muss ich bei dem Ultefon so ein bisschen optimieren. Aber ich komme da gleich zu. Also, ja, Handy muss eine vernünftige Auflösung haben. Und dann kann man diese 3D-Brille oder Virtual Reality-Brille benutzen. So, nun schwenke ich mal nach oben. Okay, jetzt packe ich das Ding mal aus und zeige, was alles dabei ist. Also, so kommt der Karton hier an. Dann sind hier so ein paar Flyer-Bedienungsanleitungen dabei, zeige ich euch nachher. Die Fernbedienung ist dabei, eine Bluetooth-Fernbedienung, ihr seht es schon. So eine Joystick-Fernbedienung mit, ich glaube, unten, wie war das jetzt noch? Unten war Enter und oben war zurück, irgendwie so. Und da hat er noch verschiedene andere Knöpfe. Habe ich noch nicht rausgefunden, wofür das alles genau ist. Interessiert mich auch eher weniger. Dann ist natürlich die Brille dabei. Dann ist nochmal eine Bedienungsanleitung für die Brille dabei. Ne, für die Fernbedienung ist hier nochmal eine Bedienungsanleitung dabei. Das Ding hier war für die Brille. Dann ist nochmal ein Reinigungstuch dabei für die Optiken, die da drin sind. Die sind relativ gut. Und drei solche Kunststoffteile für die Ladeschale quasi oder für die Schale, wo das Handy reinkommt. Die habe ich schon verbaut. Und das war es eigentlich schon mit dem Karton. Und das will ich euch gleich mal im Detail so ein bisschen zeigen. Wie gesagt, 18 Euro kostet der Scheiß. Das ist richtig abgefahren. Das ist in so einer Hülle drin. Oder war in so einer Hülle drin. Und hier innen drin seht ihr jetzt schon die... Das machen wir erstmal so. Ich schwenke nachher noch in die Detailansicht. Hier drin seht ihr jetzt, hier ist die Nase. Also so setzt man sich das auf die Fräse. Und das Interessante dabei ist natürlich, dieser Bereich hier vorne ist so groß, man kann das mit Brille benutzen. Also überhaupt kein Problem. Man kann hier mit der Brille, die Brille passt hier rein. Also ganz ausgezeichnet. Also groß genug für Brillenträger. Das ist natürlich auch eine entscheidende Geschichte. Ja, auf den Gläsern hier vorne, wie jetzt kann man sie ganz gut sehen, auf diesen Gläsern waren Schutzfolien drauf, also absolut kratzfrei die Dinger, also staub- und kratzfrei, die saßen auch richtig satt drauf, Schutzfolien sind da drauf und hier ist die Rückseite sozusagen, also hier guckt mal rein, sitzt ganz gut, das ist schön gepolstert, dann hat man auf der Oberseite, wie ihr hier seht oder auch nicht, hier könntet ihr es sehen, hier kann man den Abstand, also den Fokus sozusagen für jedes einzelne Auge einstellen, also man kann diese Gläser, ich hoffe, wenn ich das jetzt so mache, könnte man das vielleicht erkennen. Man kann diese Gläser, seht ihr das, hin und her schieben. Und hier auch. Hier kann man es ganz gut sehen. Also man kann den Fokus pro Auge anpassen. Für jedes Auge einzeln anpassen. Weil es ist ja so, nicht jedes Auge ist gleich. Bei mir ist zum Beispiel das linke ganz schlecht oder anders als das rechte Auge. Also deswegen sind meine Brillengläser auch unterschiedlich von der Stärke her. Und das kann man hier zusätzlich auch noch einstellen, wenn man zum Beispiel kein Brillenträger ist. Ansonsten mit Brillen, als Brillenträger kann man das Ding auch total easy benutzen, weil man die Brille unterlassen kann. Und dann hat man hier noch einen zweiten Hebel, da kann man nach rechts und nach links gehen. Das seht ihr jetzt hier, wo man den Augenabstand einstellen kann. Ich mache das jetzt mal. Seht ihr das? Damit man das Bild perfekt sozusagen, einmal von der Schärfe hier für jedes Auge und eben vom Abstand, weil es gibt ja einige Leute,
einige YouTuber, die haben Augen, die sitzen ganz eng zusammen, die sehen aus wie Frettchen. Und dann gibt es andere, da sitzen die Augen eher, hat man so das Gefühl, die sitzen seitlich. Ne? Und also bei mir muss ich da so die Mitteleinstellung nehmen. Ich habe wohl normal auseinanderliegende Augen, dafür aber eine große Nase. Die große Nase ist natürlich ganz praktisch für diese Geschichte, denn hält das Ganze so ein bisschen. Und da hat man natürlich noch so einen Kopfstraps. Also ich mache das jetzt mal ohne Brille. Dann zeige ich euch mal, wie man das Ding anzieht. Ganz einfach. Man setzt das hier auf und packt den Kopfstraps, diesen Gummistraps, packt man über den Schädel und dann sitzt das Ganze. Kann man natürlich frei einstellen, wie man sieht, hier vorne und auch seitlich. Also das kann man noch fester machen. Also ich finde, das ist okay so. Was man natürlich auch noch machen kann, ist hier durchgucken. Also ich sehe euch jetzt nicht richtig. Und zwar, ich sehe das jetzt nur so ein bisschen, ich hoffe, das ist einigermaßen scharf. Hier vorne kann ich jetzt durchgucken. Das ist zum Beispiel nachher interessant. Nicht zum Durchgucken ist das interessant, sondern das ist interessant, wenn man das Handy reinpackt, dass man hier die Kamera noch rausgucken lassen kann. Es gibt auch Anwendungen, wo man die Kamera noch nach außen gucken lassen kann. Ich nehme an, das wird sich wohl nicht um Pokémon Go handeln oder wie dieses Spiel heißt. Ne? Aber es gibt wahrscheinlich irgendwelche Spiele oder irgendwelche Anwendungen, wo man noch die Kamera aktiviert, wo das auch noch eingespielt wird. Aber Pokémon Go wäre zum Beispiel so ein Beispiel dafür, ne? Mit der realen, die reale und die virtuelle Welt sozusagen verknüpfen. Dafür ist diese Blende da, dass man es noch aufmachen kann, um zum Beispiel die Kamera freizulegen. So, und dann hat man, das war es im Grunde genommen auch schon, dann hat man hier noch, übrigens den ganzen Kasten kann man komplett zerlegen, ne? Dann hat man hier noch so einen Einschub und in diesen Einschub kommt das Handy rein. Das zeige ich euch nachher, wie das funktioniert. Also ich drehe es jetzt mal um. Hier ist dieser Einschub mit so einem Klemmmechanismus. Hier ist dieser Klemmmechanismus, den man hier nach oben ziehen kann. Und dann packt man hier unten das Handy rein. Muss ganz speziell ausgerichtet werden. Das zeige ich euch auch nochmal. Alles easy. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen und ein bisschen rumfummeln, bis man die richtige Position hat. Aber wenn das nachher LED ist, ist das easy. Dann weiß man genau, Handy reinklipsen und bis zu dieser Position nach links schieben zum Beispiel. Dann sitzt es genau bündig und mittig. Weil das Wichtige ist natürlich auch, wenn das Bild geteilt ist, sollte natürlich die Mitte auch genau in der Mitte sein. Wenn man das Handy zum Beispiel zu weit rechts hat oder links, dann sieht man auf der linken Seite sozusagen, sieht man auf der linken Seite einen Teil vom rechten Bild sozusagen ganz, ganz links. Und umgekehrt, wenn es so weit links wäre, auch so. Also das heißt also, in dem linken Ausschnitt wäre ein Teil vom rechten Bild mit drin. Das wenn man es nicht genau in der Mitte hat, das Handy, ne? Also in dieser Mitte. In der Höhe sitzt das immer genauso, wie es sein soll, aber eben man kann es verschieben. Durch diese Geschichte hier natürlich, klar, aber es macht natürlich keinen Sinn, soll bis zum Anschlag rein und das Handy sollte dann genau in der Mitte sitzen, der beiden Optiken. War zuerst ein bisschen tricky, bis ich die richtige Position gefunden habe, auch wegen den Knöpfen. Zuerst war das immer so, da habe ich das Handy reingeklemmt und es ist ausgegangen, weil diese Halterung genau auf so ein Handy, auf meinen einen Ausschalter drückt. Nach 10 Sekunden macht das Handy einen Reset. Na, ich denke, wieso macht mein Handy einen Reset? Ja klar, weil diese Halterung immer diesen Schalter ausgelöst hat. Aber es war auch ziemlich easy zu lösen. Innerhalb von ein paar Sekunden war das Problem beseitigt. Also nichts leichter als das. Also da muss man erstmal so ein bisschen gucken, wie man dann mit dem Handy am besten zurechtkommt. Aber alles kein Problem. Jedes Handy passt da rein. Und das Interessante eben dabei ist, das Wichtige dabei ist, dass das Handy auf jeden Fall Full HD haben sollte. Also eine Full HD-Auflösung. So, nun schwenken wir mal runter in die Detailansicht. Ich mache mal außen wieder an. Nun schwenken wir mal runter in die Detailansicht sozusagen. Und dann zeige ich euch die einzelnen Geschichten hier nochmal ein bisschen genauer. Ich hoffe, das ist jetzt hoch genug, dass ich das alles so ein bisschen im Detail zeigen kann. Ich glaube, ich muss ein bisschen hören mit der Kamera. Das machen wir doch mal. Jetzt nerv ich euch schon wieder, ne? Naja, Mutt. So. Dann muss ich mal gucken hier. Kamera richtig ausrichten. So. Also, hier sehen wir das Ganze nochmal im Detail sozusagen. Hier sind die Schieber für die Optik. In meinem Fall müssen sie ziemlich weit nach vorne, beide, damit das passt. Und hier sind eben die Einstellmöglichkeiten für die Gläser. Muss man sich vorstellen wie so eine einstellbare Brille. So. Ja, hatte ich euch gezeigt, die Strapse hier vorne, die lassen sich frei verstellen. Rechts, links, auch oben in der Länge. Ich habe es ein bisschen länger gemacht. Und man kann diesen Kasten, wenn man innen drin die Gläser mal reinigen will, natürlich auch, der ist nur geklipst, entfernen. Und hier seitlich in dieses Teil, in diese Schale, kommt das Handy rein. Jetzt gehe ich da mal ein bisschen dichter rauf, hier auf diese Geschichte. Ich hoffe, das ist alles hell genug hier.
Und hier seht ihr quasi den Schiebehalter sozusagen. Und unten habe ich hier schon, da muss ich noch dichter rangehen, habe ich schon ein paar Modifikationen vorgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Ich müsste normalerweise noch eine Lampe holen. Das mache ich mal. Ich hole nochmal eine Lampe. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht alles richtig sehen. So, jetzt hole ich nochmal eine kleine Extra-Lampe. Hier rein Stopf und anmach. Seht ihr das? Die bringt gar nicht so viel, ne? Auch doch ein bisschen. Das ist ganz gut so. Ah, hier kann man es ganz gut sehen. Also diese Gummipuffer, die ich hatte, da habe ich einen ganz nach rechts gesetzt, einen ganz nach links und hier unten habe ich gar keinen hingesetzt. Das passt dann schon. Und hier sind noch so eine Kunststoffzapfen. Ich zeige euch das mal. Hier vorne ist noch ein Kunststoffzapfen, wo normalerweise das Handy aufliegt und hier war auch ein Kunststoffzapfen. War. Dafür ist jetzt hier dieses Gummistück, weil dieser Kunststoffzapfen hat mir direkt auf den einen Ausschalter gedrückt. So, wenn ich das Handy einlege, dann werdet ihr das auch gleich sehen. Und hier habe ich auch nochmal so einen Gummi rangepackt, hier auf das obere Teil, damit man das Handy nicht zerkratzt. Wie legt man das Handy ein? Ganz einfach. Also das Ulefon lege ich wie folgt ein. Ziemlich simpel. Moment mal. So, ziemlich simpel. Ich nehme das Handy einfach und drücke es quasi hier nur so rein, dass dieser Schieber nach oben geht, bis ich ihn hier so reinpacken kann. Und nun sehen wir hier vorne, das gilt jetzt nur fürs Ulefon, ne, was ich euch jetzt zeige. Hier seht ihr die drei Taster vom Ulefon. Hier vorne ist der Ein- und Ausschalter und hier ist laut leise. So, und dieser Ein- und Ausschalter lag hier auf diesem einen Kunststoff-Nuppi auf und den habe ich einfach mit dem Seitenschneider weggeschnitten und nachher mit dem Cutter sozusagen eingeebnet. So, und dann schiebe ich das Handy einfach bis an das Gummi ran. Da merke ich dann nachher leicht einen Anschlag, weil der kleine Ein- und Ausschalter dagegen das Gummi stößt. Und das ist genau meine Mittenposition. Dann weiß ich, das Handy ist genau in der Mitte. Jetzt nehme ich mal dieses Reinigungstuch und mache das Handy mal so ein bisschen vernünftig sauber. Das ist ganz schön schmierig. Also Fussel sieht man da, jeden Fussel auf dem Handy. Also sollte schon so einigermaßen sauber sein. Muss nicht extrem sauber sein, aber so ein bisschen sauber sollte schon sein. So, und dann schiebt man nachher das Handy, schaltet man es an. Geht man hier in die App rein. Wo war sie? Da war sie. Geht in die App rein. So. So müsst ihr es machen. Das ist hier die App. 3D-mäßig. Und das schiebt man. Das schiebt man dann hier rein. Und hier könnt ihr eventuell sehen. So, ich hole das mal wieder raus. Mach das mal aus. So, Krach. Also, diese Geschichte hier, was ihr gerade gesehen habt, das wäre jetzt 3D. Wenn ich mir das jetzt aufgesetzt hätte, hätte ich jetzt... Der Film ist in 3D, das ist hier vom Cirque du Soleil. Ist das... Oh, wie heißt der eigentlich? Cirque du Soleil... Ui, mal gucken hier. Der heißt... Sehr empfehlenswert, falls ihr den noch nicht kennt. Der heißt, Worlds Away, genau, vom Cirque du Soleil, sehr geil, in 3D, produziert, ganz, ganz ausgezeichnet. Also ihr habt gesehen, easy going, hier reinpacken und erledigt. Wofür ist jetzt die Fernbedienung? Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal, wie man die ganze Geschichte verbindet bei der Fernbedienung, wie das funktioniert. Na, das muss ich euch eigentlich nicht direkt zeigen, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Also, ja, man geht als erstes hier in die Einstellung rein, dann auf Bluetooth,
Und dann startet man die Fernbedienung. Das macht man über den Knopf, den hält man fest, bis er blinkt. Ist er schon an? Ja, blinkt schon blau, das kann man hier kaum erkennen. Aber ihr seht, es blinkt ein bisschen. Und jetzt seht ihr VR-Box. Und nun paart er sich mit der VR-Box, glaube ich. Hat er es jetzt gemacht? Er ist dabei. Verbindung wird hergestellt, glaube ich. Ne? Verbunden, VR-Box, seht ihr? So, und dann hätte man normalerweise gleich... hier seht ihr einen Joystick. Hätte man normalerweise gleich einen Joystick zu sehen. Damit stellt man die Lautstärke weg. Und normalerweise... Da ist er. Normalerweise, hier ist der Joystick. Das mal hier weg. So. Und hier seht ihr den Joystick laufen. Damit kann ich natürlich auch mit dem Joystick verschiedene Sachen starten. Zum Beispiel in den Play Store reingehen. Kann ich aber machen. Hier unten ist Return. So. Und dann könnte ich dann sagen, pass auf, ich will den CC Cleaner. Zack, Return. Und dann will ich ihn installieren. Aber diese Geschichte ist, das mache ich natürlich nicht, diese Geschichte hier ist wirklich nur wahrscheinlich für Spiele gedacht. Also ich finde das, die Bedienung des Telefons so ein bisschen umständlich. Keine Ahnung. Ein Laut-Leise hätte ich mir nun auch gewünscht. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Knöpfe. Ich habe keine Ahnung, wie das hier mit dieser Bluetooth-Fernbedienung, was man damit alles machen kann. Aber das ist mir eben halt aufgefallen. Und wenn ich jetzt hier wieder den blauen drücke, dann schaltet er sich wieder aus. Irgendwann. Da gehören zwei Batterien rein, die liegen dem Lieferumfang nicht bei. Das sind diese kleinen Mini-Batterien. So, habe ich jetzt ausgeschaltet. Und der müsste jetzt auch weg sein in der, bei Bluetooth. Lass mal gucken. Verbunden, sagt er noch. Ist er noch verbunden? Nö. Nee. Ist eigentlich nicht verbunden, ne? Nee, ist noch verbunden. Moment. Das wollen wir mal schnell ändern. Jetzt ist er weg. Genau. Jetzt habe ich ihn das ausgemacht. Okay. Also das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Was natürlich auch noch interessant ist, ist zum Beispiel um 3D-Filme abzuspielen. Was für einen Player braucht man da? Dazu werde ich euch jetzt gleich mal einblenden, was ich hier mache. Und zwar habe ich hier so ein Recorder-Tool. Wartet mal ganz kurz. Recorder. MyCam Monitor. Nee, das ist es nicht. Wo war das? Das habe ich mir mal für solche Fälle hier mal installiert, testweise. Ja. Gute Frage, Freunde. Ich habe ja so viel Zeug drauf. Warte mal ganz kurz. Aha, AZEK Screen Recorder. Ich hab's. Ich hab's. Nimmt er jetzt auf? Aufnahme. So. Nun nehme ich mal. Jetzt nehme ich mal alles auf, was hier mein Screen so anzeigt. Und zwar gibt es da verschiedene Programme, wie ihr seht, was ich ja so alles installiert habe. Jetzt geht er natürlich ein bisschen ruckeliger, weil hier gerade eine Aufnahme läuft. Und zwar gibt es eine App zum 3D-Filme gucken. Und zwar ist das iPlay SBS Player. Das ist die hier. So. Wenn ich jetzt hier so reingehe. So, und da gibt es verschiedene Optionen. Und zwar kann man ja zum Beispiel Filme öffnen. Zack, das ist ja gerade der, den ich hier laufen hatte. In 3D. Dann gibt es noch Stretch, das ist Quatsch. Dann gibt es noch welchen Abspielmodus man nimmt. Und da ist es zum Beispiel wichtig, Half-SBS zu nehmen bei 3D-Filmen. Und zwar, wenn man nämlich normal SBS nimmt, dann sieht man... Wenn ich jetzt Side-by-Side, Entschuldigung, den hier nehme, sieht man den Unterschied schon. Dann wird das sozusagen so eine Art Vollbild und dann ist das Bild gestreckt in der Höhe. Das ist natürlich geometrisch absolut nicht korrekt. Man muss immer Half nehmen, Half Side-by-Side
und dann passt das. So wie man es von zu Hause kennt. Dann gibt es noch verschiedene andere Einstellungen, da müsst ihr mal rumspielen. Also dieses Programm finde ich also ganz, ganz ausgezeichnet. Dieses, was jetzt hier genau, dieses iPlay SBS Player, ganz, ganz toll. So, meine lieben Freunde, jetzt mache ich mal den Screenrecorder aus. Beenden Aufnahme. Da bin ich wieder. So, meine lieben Freunde, also man bekommt den Kasten, man bekommt die Fernbedienung, man bekommt ein Reinigungstuch. Das ist aber eher für die Gläser hier hinten, um die Optiken sauber zu machen. Man bekommt eine Art Fernbedienungsanleitung. Upsala. Man bekommt eine Art Bedienungsanleitung. Flackert das hier wieder. Wo nochmal alles beschrieben steht. Man bekommt eine Fernbedienungsanleitung für dieses Bluetooth-Modul. Und im Grunde genommen war es das auch schon. Also ganz, ganz easy. So, gehen wir mal wieder hoch, gehen wir wieder zurück. Und das wollte ich euch einfach mal ganz kurz vorgestellt haben. Ihr merkt schon, das Video ist nicht ganz so lang geworden, weil es einfach cool ist. Also das ganze System ist richtig genial. Also macht mir großen Spaß. Handy an, Fernbedienung brauche ich gar nicht. Handy an, den Abspieler an, auf Play gehen. Beziehungsweise erstmal müssen die Lautstärke runterdrehen hier. Also, boah, das ist mir ein bisschen zu laut gewesen. So. Also, läuft. So, dann stecke ich das hier rein. Die ganze Geschichte. Ich kann natürlich auch Pause machen, das ist klar, ne? Mit der Fernbedienung. Das ging natürlich auch. Schieb das hier rüber. Pack den hier rein. Ups, oder andersrum. Pack die Geschichte hier rein. Setz mir das Teil auf. Bei die Brille auf. Eieiei, geil. 3D. Und stellen wir das hier ein. Ich habe das jetzt, glaube ich, ein bisschen verstellt. Ja, so ist unscharf. Ich muss wirklich ganz dicht ran. Ja. So, stell das hier einmal ein. Und dann bin ich sozusagen. Hey, Strapsmädel. Ja, dann bin ich sozusagen hier im Rennen und kann mir die ganze Geschichte hier ganz gemütlich angucken. Und ich könnte natürlich jetzt auch noch Bluetooth-Kopfhörer aufsetzen. Bluetooth-Kopfhörer aufpacken und mir die Sachen auch noch bei Bluetooth ins Ohr feuern lassen, den Sound. Und dann habe ich natürlich auch noch die Lautstärke-Einstellung direkt am Bluetooth-Kopfhörer. Habe ich ja von Plantronics mal aus den USA mir mal so ein Bluetooth-Set geholt. Habe ich auch schon getestet, funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Also man hat dann immer mobil die Möglichkeit, Filme zu gucken, Spiele zu spielen, in Virtual Reality zu machen. Es gibt ja auch viele 3D-Spiele, VR-Spiele. Also wer so gerne, wer ein Gamer ist, ein Handy hat mit Full HD Display, was ein bisschen Power hat, also wie das Ulefon, wird mit diesem 21 US-Dollar, sprich, was sind das in Euro, 18, 19 Euro Teil, nicht viel falsch machen. Wie gesagt, bei Banggood gekauft, Link findet ihr, so ihr dann Interesse habt, unter dem Video. Also ich kann das Ding echt empfehlen, also das ist echt eine geckige Geschichte. Also da will ich jetzt die nächste Zeit viel, viel Tauchanzugmäßig viel, viel mit rumschleppen und das Teil dann entsprechend benutzen. Also ganz, ganz ausgezeichnet. Wirklich toll. Sowas wäre natürlich auch nochmal was auf dem Airport, aber für den Urlaub ist das ein bisschen zu groß. Ne? Also, dann, dass man da irgendwo so rumsitzt und dann eben sich die Filme reinzieht. Man kann natürlich auch in 2D gucken. 2D? Das habe ich noch gar nicht probiert. Ich habe hier nur 3D geguckt. Moment mal. Ich kann ja mal irgendeine Geschichte. Das probieren wir noch schnell aus. Kann ich das hier auch auf 2D umstellen? Mode? Normal Video. Ja, normal Video ist natürlich sinnlos. Das ist ja Side by Side, ne? Was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir mal YouTube. Irgendwas. Ein Video von mir am besten, ne? Dann haben wir mal eins. Nehmen wir ein Video von mir. Nehmen wir das. Das Solarvideo. Happy Birthday Video. So, das teste ich jetzt mal an. Und guck uns das mal an. So, da bin ich mal gespannt, ob es auch in 2D geht, um ganz normal Filme zu gucken. Das wäre natürlich noch besser. Nee, das haut nicht hin.
Also mit den normalen Einstellungen haut das nicht hin. Muss ich da Cardboard eingehen? Also sagen wir mal, ist das eine AG, heißt ja glaube ich AGG-Batterie, oder ist das eben so eine geschlossene wie so eine Autobatterie? In Cardboard anzeigen. Dann stimmen die Parameter schon, die kann man auch leider anpassen, das habe ich auch getan. Ich habe es ein bisschen schonender eingestellt. Und ja, was ich da eingestellt habe, das zeige ich euch dann alles, wenn ihr da Interesse dran habt. Probieren wir das mal. Und, jetzt zeigt er mir das so an. Monitoren und der Hintergrund der ganzen Übung sozusagen ist erstmal zu gucken, kriege ich meine Kamera wirklich. Man kann natürlich auch 2D in 3D wandeln. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt da gerade macht. Ich probiere es einfach mal. Ja, ganz wunderbar. Geil. Kann ich den noch betreiben und die Beleuchtung. Und toll. Ja, geil. Also kann ich denn, wenn ich hier auf, bei YouTube zum Beispiel auf Cardboard-Modus gehe, denn, ist ja unglaublich, habe ich ein Vollbild. Aber nicht 3D, sondern eben ganz normales Vollbild. Ne? Das heißt also, die Bilder sind einfach nur für die beiden Optiken verschoben, also identisch, wie ihr seht. Also Cardboard-Modus. Okay, bei YouTube. Interessant. Zack. 4 oder 5 kW aufs Dach knallen. Das beenden wir mal. So, gut. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ausgezeichnet. Kann man echt nicht rumbotzen. Feines Teil. Von der Qualität her gefällt mir das auch ganz ausgezeichnet. Also es ist besser als erwartet. Das hat natürlich aber auch mit der Auflösung von dem Handy zu tun. Wie gesagt, Full HD Display solltet ihr mindestens haben. Mindestens. Wenn ihr ein 2K-Display habt, noch besser, ne? Weil je schärfer wird natürlich im Endeffekt die Qualität. Bei Full HD sehe ich eigentlich keine Pixel mehr. Bei HD, also bei 1280x720er Panels, da sieht man dann schon diese kleine Wabenstruktur. Und auch bei den HTC Full HD System habe ich nämlich getestet, sieht man auch Wabenstruktur. Nicht so schön. Das ist komischerweise bei dem Unifon ist da überhaupt nicht zu erkennen. Wobei bei dem HTC auch minimal, also muss man schon ganz, ganz genau hingucken, weil das wird natürlich mega vergrößert alles. Deswegen eben, wie gesagt, wichtig, eine anständige, vernünftige, hohe Auflösung an dem Display. Und dann je besser die Auflösung, je besser das Handy-Display, desto besser natürlich letztendlich auch die Qualität, die man in die Augen kriegt. Also finde ich echt cool, das System. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schon sehr, sehr begeistert und überrascht. Also angenehm überrascht. Also ich würde der VR-Box 2.0, dazu muss ich meine Mütze aufsetzen, Leute, sag doch mal einen Ton. Mensch, ihr lasst mich hier sabbeln ohne Mütze. Geht ja gar nicht. Ne? Also ich würde diesem System hier mit der kleinen, süßen Fernbedienung durchaus eine Empfehlung aussprechen. Vor allen Dingen, also wegen der geringen Anschaffungskosten. Zum Rumexperimentieren. Spannend könnte es natürlich auch werden. Also mein Kollege zum Beispiel, der macht damit viel diese 3D-Spiele, hier so 3D-Achterbahnen und rennt da in irgendwelchen virtuellen Umgebungen rum. Also das findet er wohl ganz toll. Finde ich persönlich nicht ganz so spannend, aber für jemanden, der eben da die Anwendung hat und da benutzt er wohl auch diesen Joystick, den ich persönlich für Filme gucken eher als sinnlos erachte. Was schön gewesen wäre, wenn man Laut-Leiser-Knopf hier hätte an dem System. Aber ansonsten brauche ich keine Fernbedienung. Dann machst du einen Film an, packst das Handy rein, Klappe zu und dann Attacke rein. Lass den Kram laufen, dann fertig bist du damit. Ne? Da braucht man keine Fernbedienung, außer für Pause mal, wenn man Pause machen will. Okay, das kann man damit natürlich auch. Pause, Play, vorspulen und zurückspulen. Das geht natürlich alles mit der Fernbedienung. Aber ansonsten brauche ich sie persönlich nicht unbedingt. Also sie ist wohl Pflicht, wenn man Spiele spielt, als Joystick für die Spiele. Weil sonst kann man ja nicht ganz so viel machen. Man kann ja nur mit der Brille rechts, links, hoch, runter. Das geht auch. Aber eben, um sich irgendwie zu bewegen wohl in der virtuellen Umgebung, vorwärts zu gehen zum Beispiel, braucht man den Joystick, ne? Sich zu drehen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Aber geil, geiles System. Echt lustig, habe ich mir so nebenbei mitbestellt bei meinem ganzen Kleinkram hier. Wie hier Kabellage und meine Lampen und sowas. Und dann dachte ich, aha, für 21 Dollar schlag da nochmal zu, weil ich eben weiß, dass die Teile wohl nicht ganz so scheiße sind. Für das Handy. Hier wird da das Handy drin sitzen, könnte man auch machen für die Kamera. Die Anwendung dafür weiß ich persönlich nicht, aber es gibt da garantiert eine Anwendung für. Das haben die nicht umsonst gemacht, dass man hier sozusagen die Kamera vom Handy raus duschen lassen kann.
Für Pokémon Go wohl weniger. Vielleicht auch für Pokémon Go, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber eine witzige Geschichte für 3D-Filme. Also wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. Gefällt mir echt prima. Und funktioniert so ganz ausgezeichnet. Und eben für jemanden, der so ein bisschen so Technik, so eine Technik-Affinität hat und für und auf 3D-Welten steht, ist das genau das Richtige. Also 3D, ihr wisst es von mir, filmtechnisch, 3D-mäßig bin ich echt der Freak. Was natürlich bei dieser App ein bisschen doof ist, ist, dass diese, die ich euch eben gerade gezeigt habe, ich musste den Film ein bisschen verändern. Der hat eigentlich einen DDS-Ton. Diese App kann DDS nicht abspielen. Wie hieß dieser Player noch? Der iPlay SBS Player. Also der kann keinen DDS-Ton abspielen und auch AC3 weigert er sich. Macht er nicht. Muss ich den Ton wandeln in den Wave und habe das quasi wieder dazu setze ich noch mit reingebracht als Tonspur und die DTS-Spur entfernt. Ja, schnell erledigt. Am PC ist was schnell erledigt. Aber das muss man natürlich wissen. Zukünftige Versionen werden garantiert auch AC3 Ton und DTS mit unterstützen. Aber dieser Player kann es halt nicht. Ne? Der VLC-Player kann es. Aber da hat man eben nicht die Möglichkeit, halb Side-by-Side einzustellen beim VLC-Player. Vielleicht kommt das nochmal in zukünftigen Versionen. Man weiß es nicht. Das steht ja auch alles ziemlich am Anfang. Das ist auch eigentlich alles relativ neu. Und es gibt immer mehr Apps für diesen ganzen Virtual Reality Kram. Also von der Qualität her würde ich sagen, für die Kohle absolut einwandfrei das Teil. Ne? Da gibt es echt nichts zu mosern. Das Handy so einzubauen in diese Schale rein, okay. War ein bisschen hölzern ganz am Anfang, bis man da die richtige Position hat. Und wo ich rausgefunden habe, dass der Ein- und Ausknopf auf dieser Plastiknase ist, ja, die knackst man, schneidet man weg mit einem Skalpell. Macht den Kunststoff an der Stelle noch mal ein bisschen sauber, klebt dafür so ein Gummipad rein und dann passt das. Also überhaupt kein Problem. Also sag mal, von 5 Minuten und dann ist die Sache, was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Also überhaupt kein Thema. Ne? So, Peace, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das fandet ihr ganz interessant mit diesem, auch ganz interessant mit diesem VR-Kram. Habe ich jetzt ein bisschen unprofessionell erklärt. Aber nur, dass ich es mal gesehen habe, dass es solche Systeme gibt und dass die wirklich, also dass sie mich überrascht haben. Das ist wirklich ganz geil, eben gerade auch mit YouTube. Man kann auch ganz prima YouTube-Videos damit gucken. Natürlich nicht in 3D, sondern natürlich auch 3D-YouTube-Videos, aber natürlich auch die ganzen 2D-Geschichten muss man dann bloß auf Cardboard umstellen, den Player, den YouTube-Player. Und dann macht er da zwei identische Bilder nebeneinander, was genau hier passt. Ne? Also wirklich einwandfrei eben gewesen, mein Video. Toppi-toppi, ne? Da hat man quasi eine riesen Kinoleinwand, Bildschirm füllen vor den Augen. Also da hat man ja echt das Gefühl, auch bei dem 3D-Film, man sitzt im IMAX so halbwegs, ne? Also riesengroß das Ganze, die ganze Geschichte, ne? Also toll. Also man versinkt dann natürlich dann direkt im Film, ne? Also astrein, man sitzt ganz dicht dran. Toll. So, genug geschwärmt. Ich höre jetzt auf damit, mit der Schwärmerei. Wie gesagt, das nächste Video wird mein Solarvideo, das werde ich so ein bisschen aufsplitten, wie gesagt, in ein Panel, eine Panel-Einheit, in eine Batterie-Sektion und dann nochmal in eine Konfigurations- und Vorstellungssektion für den Laderegler und wie was angeschlossen wird. Also ich werde da so ein bisschen die Basics durchziehen, aber mit den Basics habe ich im Grunde genommen dann auch schon alles erzählt. Ich versuche das Ganze wieder möglichst so zu erklären, dass es auch wirklich jeder Perle sozusagen versteht. Und so kompliziert ist das alles gar nicht. Aber man muss natürlich auf ein paar Sachen achten. Ne? Und ich muss jetzt gleich mal meine Brille sauber machen. Alter, ist sie dreckig. Die ist total schädig, ne? Ui. Dass ich überhaupt noch was sehen kann. Ne? Okay, meine lieben Freunde, haut rein. Ich trinke noch mal einen Schluck Fanta Mango. Mango? Nee. Fanta Mandarine. Habe ich diesmal am Start. Fanta Mandarine mit euch. Dann wollen wir das Video mal nicht zu lang werden lassen. Werde ich das vielleicht mal morgen hochladen. Und dann beginnt übermorgen oder übermorgen, sobald ich beim Zoll war und dieses Modul habe. Hoffentlich beschlagnahmen die das nicht, hoffentlich meinen die da keinen Scheiß. Ne? Sondern die Modul, ui, auf dem Gerät ist kein CE-Zeichen drauf. Ja, nur auf dem Karton ist ein CE-Zeichen. Aber ich will denen das natürlich so verkaufen, dass ich dann sage, pass mal auf. Weil die können auch ein bisschen, wenn die sehen Wi-Fi, Funk und sowas, dann drehen die auch mal gleich durch. Ne? Also wegen Funk, wenn ich das Ding anmache, dann geht ihnen ganz Kiel das Licht aus. So, und da haben sie natürlich Panik vor. Steht aber auch drauf, dass es ein Konverter ist. Ne? Da will ich ihnen einfach sagen, und mit dem Ethernet-Kabel ist auch noch dabei. Sagen, da muss man mit dem Ethernet-Kabel anschließen und dann programmiert man eine Anlage, so eine Solaranlage. Ich will ihnen das ein bisschen für Doofköpfe ein bisschen erklären und auch ein bisschen doof tun. Ne? Also nicht ganz so schlau, weil es ist nicht gut, man redet sich da manchmal ganz gerne um Kopf und Kragen. Also da sollte man beim Zoll manchmal auch ein bisschen den Ball flach halten.
und ein bisschen unterwürfig sein, ne? Und ein bisschen blauäugig, so nach dem Motto. Ne? Da hat man da am wenigsten Probleme. Ne? Wenn man dann die Schlaumeier raushängt, die werden einem schon zeigen, wo die Schlaumeier sind. Ne? Also, ja, ich habe das schon beim Killerzoll erlebt, also Hölle. Ne? Also, ein paar Idioten. Ne? Also einige sammeln sich da echt um Kopf und Kragen. Hm. Aber nochmal, also, sollte es da keine Probleme geben. Das kriegt man, diese Zollpapiere, die kriegt man mittlerweile dreifach ausgefertigt. Und die haben wir sogar angeboten hier. Solarcontroller. Deutsche Post. Die Deutsche Post hat mir angeboten, dass ich bei der Deutschen Post das auch verzollen kann. Und zwar, hier ist so ein Beauftragungszettel dabei. Da steht dann drauf, hiermit beauftrage ich Deutsche Post AG nachträgliche Postverzollung meiner Sendung. Für diesen Service wird mir ein Betrag von 28,50 Euro in Rechnung gestellt. Der Auftrag kann nur angenommen werden, wenn das Auftragsformular vorliegt. Also die werden mir das wohl aushändigen. Aber die Post will 28,50 haben, dann regelt die Post das. Also wenn die Post das regelt, also kann ich auch selbst noch Zollamt vorbeifahren. Und wahrscheinlich werde ich es umsonst kriegen. Also weil ich genau an der obersten Grenze bin. Das sind ja immer 22 Euro ist die Freigrenze plus, was weiß ich, 5 Euro Aufwandsgebühr. Dann ist man da irgendwie bei 26 Euro und ich liege knapp drunter. Also könnte es sein, wenn der Zoll da gut drauf ist, dass er sagt, pass mal auf, ich bin in den Scheiß und verpiss dich. Ne? Wenn der Scheiße drauf ist, stellt ihm 1 Milliarde Fragen und sagt, müssen wir erstmal einziehen, das muss geprüft werden. Das hat kein CE-Zeichen aufgedruckt auf dem Gehäuse, wobei das Gehäuse ja nur so klein ist. Könnte man noch sagen, wo sollen die da noch ein CE-Zeichen aufdrucken? Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es erleben. Also man erlebt ja manchmal mit den Zöllnern die unglaublichsten Sachen und selbst wenn sie das Ding einbehalten, ist auch nicht so schlimm. Stelle ich mir das eben nochmal. Ne? Kein Problem. Na, aber ärgerlich wir schon, ne? Wir haben schon wieder 25 Euro wieder für die Tonne. Ne? Ja, so meine lieben Freunde, Brille ab, den kann ich nicht sehen. Brille auf, die dreckige. Und packe ich das hier alles mal wieder zusammen, hier den ganzen Kram. Das brauche ich eigentlich nicht, sowas brauche ich eigentlich nie. Ne? Und ja, und das Ding werde ich natürlich hier liegen lassen, damit will ich nachher noch ein bisschen rumspielen. Also mir noch mal schön hier Cirque du Soleil reinziehen, 1,5 Stunden lang. In 3D. Also erstaunlich, ne? Also wenn ich das jetzt vergleiche, na gut, gegen einen guten Fernseher kommt diese Brille nicht an, weil die Auflösung von dem Handy natürlich nicht so ist wie die Auflösung von meinem Fernseher. Das ist natürlich auch ein Full-HD-Fernseher, aber da geht doch schon eine ganze Ecke flöten, weil der Fernseher macht es technisch doch ein bisschen anders. Hier ist es eben, hier wird es nochmal auf die Hälfte reduziert, also hier verliert man ein bisschen an Auflösung, aber nichtsdestotrotz sieht es immer noch sehr, sehr geil aus mit dieser Brille. Also Tobi. Und wenn ihr 3D-Spiele spielen wollt, diese Virtual Reality-Geschichte, in 3D-Achterbahn fahren wollt, das habe ich auch schon gemacht. Mit der Achterbahn und rechts runter geguckt und links runter geguckt und dann ging das bergab. Ah, ihr macht das bloß nicht im Stehen, da kippt ihr um. Das haut euch gleichgewichtstechnisch echt aus dem Pushen. Das müsst ihr im Sitzen machen, sonst knallt ihr irgendwo gegen. Ne? Also müsst ihr echt aufpassen. Das bringt einen also gleichgewichtsmäßig völlig. Also man denkt wirklich, man ist da in dieser Achterbahn drin. Das ist also völlig, völlig bizarr. Ne? Also echt eine abgefahrene Geschichte. Ne? Probiert's aus, ne? Für 18 Euro kann man nicht viel falsch machen. So, meine lieben Freunde, Peace und jetzt sage ich euch endgültig Tschüss. Ne? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das Video, und wir sehen uns in Kürze in den nächsten Tag. Bye, bye.